Angesichts der weltweiten Klopapierengpässe, angesichts dessen, dass es ständig immer wieder dazu kommt, dass Regale leer sind, immer wieder Toilettenpapier, Taschentücher, PC-Reinigungstücher, feuchtes Klopapier und andere Tücher zur Reinigung des eigenen Afters abhanden kommen, dachte man, es wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns mit Problemen, die derartig sind, auseinandersetzen müssen. Doch halt, es gab einen Mann, der lange seiner Zeit vorausgelebt hat. Sein Name war Horst Thiele. Horst Thiele hat bereits im Jahr 2012, als es den Markt Schlecker noch gegeben hat, den Drogerie-Einzelhandel, hat Horst Thiele bereits Toilettenpapier gebunkert. Horst Thiele war schon immer jemand, der wusste, was ihn erwartet. Horst Thiele wusste, dass irgendwann diese Engpässe auf uns als Gesellschaft zukommen. Und Horst Thiele wusste auch, dass er nicht derjenige sein wird, der seinen Arsch mit einem Socken abwischen muss. Horst Thiele hat Toilettenpapier für mehrere Jahrhunderte gebunkert. Aber Horst Thiele teilt dieses Toilettenpapier nicht. Horst Thiele nimmt es nur für sich. Horst Thiele ist der Schlecker-Opa. Der erste Mann, der jemals in ganz Deutschland Toilettenpapier und andere Hygieneartikel gebunkert hat. Horst Thiele, ein Mann, wie es ihm zu seiner Zeit nicht gegeben hat. Horst Thiele, ein Mann, der jetzt Zehntausende Nachahmer genießt. Horst Thiele, ein Mann, der seiner Zeit voraus gewesen ist. Horst Thiele, ein Mann, der gewusst hat, was unsere Gesellschaft erwartet. Horst Thiele, ein Held der Stunde. Ja, meine Freunde, das war das epische Intro für Horst Thiele an der Stelle. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, was Horst Thiele so damals gemacht hat 2012. Horst Thiele hat nämlich damals als Schlecker-Opa Toilettenpapier gebunkert. Let's go. Ausnahmezustand am Morgen in dieser Schlecker-Filiale. Und das ist er. Das hier ist er. Das ist er. Das ist Horst Thiele. Der hat zwei Krücken und nimmt allen das Klopapier weg. Mach das mal nach heutzutage. Der Wilhelmsdorfer Straße. Das Rentner-Ehepaar Thiele kauft den Laden leer. An die 100 Packungen Toilettenpapier und Küchenrollen werden gehamstert. Das ist alles von dem. Das ist alles von dem. Das ist alles von dem. Und wenn er jetzt noch lebt, dann ist er Millionär. Der ist jetzt Milliardär. Der ist der reichste Mann in Deutschland und keiner weiß es. Das komplette Lager wird geplündert. Die Kunden sind heiß, scharf auf den Rabatt. Schlangen bilden sich vor dem Geschäft. Nicht alle dürfen gleichzeitig rein. Viele Kunden müssen warten, bis sie an die begehrte Ware rankommen. Nicht so gierig. Dann gibt es kein Halten mehr. Alles wird gekauft, weil es billig ist. Ich glaube, das ist der Ausverkauf von Schlecker. Dass Schlecker damals gesagt hat, wir gehen jetzt pleite. Wir machen 30% auf alles. Ja, und Horst Thiele hat gesagt, jetzt aber richtig. Horst Thiele hat inzwischen das ganze Toilettenpapier im Laden gebunkert. Nun will er auch noch an die Lagerbestände ran. Seine Frau soll helfen. Er will an die Lagerbestände, der alte Gauner. 20 Pakete. Wieso macht der Subboard aus an der Stelle? Was soll das? 20 Pakete noch dazu. Ja. Und da holen Sie sich jetzt ein Taxi oder was? Ja, klar. Da bezahle ich für die Karre von hier bis hier rüber nach Hause 3,50 Mark, die nehme ich 10 Mark und schon ist es die laufen. Mark? Das muss ja dann noch zu Markzeiten gewesen sein. Ist Schlecker? Stimmt. Schlecker pleite. Wann war Schlecker? Schlecker pleite. Wann? Wann ist Schlecker pleite gegangen? War das noch vor dem Euro? 2012, nee. Aber Mark, ach, er sagt wahrscheinlich nur noch. Er sagt Mark deshalb wahrscheinlich, ne? Nein, das ist sein Opa, der redet den Mark. Ah ja. Herr Thiele, habe ich nicht mehr. Das sind die letzten 24. Habt ihr noch andere Toilettenpapier? Andere Toilettenpapier haben wir auch, ja. 6 müssen noch auf der 30 sind. Und egal, 20 mal Küchenrollen. Egal, welche Sorte? Das ist scheißegal, das ist auf ihren Arsch. So ein Ding ist das. Er hat es verstanden. Küchenrollen, scheißegal, ist es alles für den Arsch. Auch mit Küchenrollen kann man sich den Arsch abwischen. Vielleicht nur ein, zwei Mal, weil dann der Arsch wehtut, aber es geht. Und hier ist ein Achter drin, hat sie gesagt. Das ist der Küchenrollen. Ja. Er packt da hier oben hin, da kommt da was hin. Ich lieb's auch, wie er da einfach steht. Ich lieb's einfach, wie er da steht und seine Frau rumkommandiert. Einfach ein Ehrenoper.
Guck mal, Vollstapel. Der Taxifahrer kann das machen. Ja, das ist ein 20er, das ist mir auch egal. Ja, kriegt dann 20er. Ich muss das Schwimmer fahren, das ist mir auch los. Ja. Haben Sie denn genug Platz zu Hause für das? Ah, kommt doch im Keller runter. Das genau. Reicht doch für ein ganzes Jahr, dann braucht er nicht hinrufen. Ich glaube, das reicht für länger als ein ganzes Jahr, Bro. Ihr seid zu zweit. Also wenn du so viel scheißt, Alter. Jetzt habe ich davon noch gefunden. Mhm. Und dann haben wir noch die anderen. Mach den anständig billig. Hab bloß 160 Euro bei mir, nicht? Okay. Der Taxifahrer wird verrückt. Der soll mal seinen Keller zeigen. Lieber nicht. Nee, das meint alles. Hab ich eben gekocht. Jetzt kommt eine andere Oma hin. Jetzt alles gekocht schon, alles klar. Hallo René. Alles. Ach, bitte alles? Alles, ja. Der kauft einfach den anderen Rentner das Klopapier weg. Dieser gottverdammte Fürst der Unterwelt. Ja, wenn ihr nicht aufpasst, die klauen dir die Hälfte weg, dann hast du auch weniger. Die klauen dir das Klopapier weg, safe. Das hat alles ein einziger gekauft hier. Ja, da im Großhandel, ob wir die weiter. Das hat ja nie ein Einzelner gekauft. Doch. Doch, der lässt das gleich mit dem Taxi abholen. Scheiße, das kann hat ja ein einziger gekauft. Und so was gibt es? Da kommt er, jetzt kommt er! Ja. Wahnsinn. Vorsicht, Oma, weg beiseite! Vorsicht, Oma, weg beiseite, sagt er. Gründungsmitglied der Deutschen Einheit. Milliardär. Ja, Opa. Bitte. Hostile verteidigt seine gekaufte Ware. Er baut sich auch noch auf mit den Krücken, da schaut ihn euch an. Lebende Legende. Kunden können es nicht glauben, dass ein Einzelner so viel kauft. Ich kaufe hier bis dahin ein paar Hunderter, die anderen kommen hier vorbei und klauen. Alter, das ist wirklich asozial. Das ist so viel, Mann, Digga. Das brauchst du niemals im Leben, Alter. Und was kommt denn noch hier? Diese Kundin dachte, es handele sich hier um Außenware von Schlecker. Sie reden das neue Edeka einkaufen. Die haben den auch das Haus ab. Aber die hat das für das Parker auch nicht viel. Genug. Alle. Was wollen Sie denn da? Den Laden eröffnen? Oder? Ach, Mann, nicht! Scheißen gehen will ich damit! Junge, Alter! Scheißen gehen will ich damit! Was wollen Sie denn damit? Ja, scheißen gehen will ich damit! Ja, mehr nicht! Alles wird in ein Taxi. Kriegt ihr das? Also, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das alleine in meinem Leben verkackt bekomme, wenn ich ehrlich bin, Leute. Wie viel Toilettenpapier nutzt ein Mensch im Jahr durchschnittlich so? Wisst ihr, was ich meine? Deshalb keine Ahnung. Warte mal. Wie viel Toilettenpapier verbraucht ein Mensch im Jahr? Im Jahr 48 Rollen. Jetzt hat eine Packung davon hat, wartet mal ganz kurz, eine Packung davon hat 12 Rollen, glaube ich, oder was sind das? Also dann machen wir erstmal die 48 durch 12, das geht, kommt ja ganz genau. Warte mal, das kommt ja ganz genau hin. Dann haben wir vier Packungen im Jahr. Der Typ hat jetzt aber, wie viele Packungen hat er insgesamt gekauft? Wie viele Packungen waren das? Das waren dann insgesamt, was schätzt ihr, wie viele Packungen waren das? 30 oder 36, er hat gesagt 30. So, das heißt 120 Rollen. Oder nee, 120, warte mal, vier Packungen, 120? Ja, genau, so. Und das jetzt, also das sind jetzt 120 Jahre. 60, oder? 60 dann. Nee, 120. Nee, gar nicht. Warte mal, was habe ich jetzt gerechnet? Stopp. Ich bin dumm. Ich habe einen Fehler gemacht. Also, pass auf. Der Typ hat gekauft, vier Packungen verbraucht er im Jahr. So, der hat aber 30 gekauft. Das heißt, die 30 durch 4, ja, 7,5 Jahre. Also, sagen wir mal, der hat da noch ungefähr, sagen wir mal mit allem drum und dran, hat er noch 10 Jahre. Der Mann ist jetzt, wie alt ist der Mann? Also ich schätze mal, also alles drum und dran hat er vielleicht noch 10 Jahre so. Er ist 80, es hat gereicht. Er ist 2019 gestorben, es hat gereicht. Der Mann, ein Genie. Die gestapelt, bis nichts mehr reingeht, wird es mit Schleckerware vollgestopft. Als Horst Thiele sieht, dass noch Stauraum ist, muss seine Frau noch einmal 10 Pakete Küchenrollen besorgen. Los, mach hin, Mensch! So freundlich zu seiner Frau, wirklich. Mal 2 wegen der Oma, gut 5 Jahre. Der kann 5 Jahre scheißen jetzt. Geld! Wird das nicht schlecht, Alter, so Toilettenpapier? Wird das nicht hart mit der Zeit, so wie so eine Schale? 10 Stück noch! Dumme Frage. Oh, erstmal, dass er selber mit anpackt.
Das ist sein Toilettenpapier. Die Frau darf damit nicht kacken. Das ist nur für ihn. Viel Erfolg damit. Ja, danke auch. Ja, ja. Können wir mal scheiße. Der pure Wahnsinn. Das Taxi fährt davon. Hostile, schwerbehindert auf Krücken. Passt nicht mehr ins Auto. Er muss nach Hause humpeln. Das ist doch nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Auch diese Schleckerverkäuferin darf bald nicht mehr in ihren Laden. 3000 IQ. Sie wird ab. Der wichst einfach zu viel, Digga. Das ist alles zum Wichsen, Junge. Das ist alles zum Wichsen, das ist nicht zum Scheißen. Der wichst einfach 40 Rollen im Jahr weg. Arbeitslos. All die Kunden, die heute hier auftauchen, regelmäßig hier gewesen wären, hätten wir nicht schließen brauchen. Wenn die Kunden ihren Laden leer gekauft haben, ist sie arbeitslos. Erstmal muss man sehen, wie es weitergeht. Wird jeder einen Weg finden, denke ich mal. Es gibt ein Leben nach Schlecker. Die Aldi-Kunden, ne? Aber im Moment ist es natürlich erstmal für alle ärgerlich. Boah, es war krass, als die Pleite gegangen sind. Glaubt sie denn, dass sie schnell wieder eine Arbeit in der Havelstadt finden wird? Wird sich zeigen. Glaubt sie denn, dass sie schnell wieder eine Arbeit in der Havelstadt finden wird? Ich habe keine Emotionen in meiner Stimme. Ob man in der Branche eine Möglichkeit hat, bei so vielen Leuten, die jetzt mit einem Schlag auf dem Arbeitsmarkt sind, ist das natürlich fraglich, ob man in der Branche was findet. Mhm. Zur Not muss man sich dann eben halt nochmal umorientieren und in eine andere Richtung gehen. Das Rentner-Ehepaar Thiele war treue Kundschaft dieses Schleckermarktes. Mit ihrem Großeinkauf haben sie sich ein letztes Stück von ihrem... Es gibt einen zweiten Teil davon, Leute. Es gibt einen zweiten Teil, passt mal auf, warte. Wir gehen jetzt zu dem Opa nach Hause. Jetzt gehen wir zum Opa nach Hause und gucken mal ganz kurz, was der mit seinem Klopapier macht, ja? Hier gibt es aber kein Licht drin, das ist der MP-Scheiße. Hier ist also das berühmte Toilettenpapier. Das hier und das hier war ja drin. Zeig dir mal schon, erzählt. Und die Bädestapel ist war auch drin. Und das andere ist alles hier. Das ist alles von Schlecker. Die Schlecker hier. Da haben wir zugeschlagen gehabt, ja. Und das ist auch von Schlecker hier alles. Die sind aber beide wirklich auch stolz darauf, ne? Die sind wirklich beide echt stolz darauf, Alter. Der wüchst den ganzen Tag. Der wüchst nur hin und her. Jawohl. Das war auch hier. Hab noch weiter nicht drin im Keller. Nee, wir machen, muss man das hier nur weiter nicht. Das andere habe ich in der Wohnung. Ja. Ach, in der Wohnung haben sie auch noch welches. Hä? In der Wohnung haben sie auch noch welches. Ja, Papier. Klar, eine Toilette habe ich auch welche. Klar, der geht immer zum Scheißen. Das sind 80 Packungen oder sowas. Nee, glaube ich nicht. Ja, das ist da hingestapelt. Ich kann doch nicht jeder herkriechen mit meinen Knochen. Auch seine Frau ist krank. Einkaufen darf sie nur noch mit ihm zusammen. Meine Frau ist eh noch mal hingekauft gegangen bei Norma Alene. Die kam nicht wieder zurück. Bei Norma, wenn er aus dem Dorf ist, da ist auf der Straße so ein Trabohaus. So ein Elektrohaus da. Hast du umgefahren, hast du auf der Straße gelegen. Da sind die Leute vorbeigelaufen und haben gesagt, die Olle ist besoffen. So, dann hat sie mir Nachbarn von, hat sie hergebracht. Oh, scheiße. Alles, ja. Und seitdem geht die mir nicht mehr alleine aus Haus. Ach du Scheiße. Das sind aber mehr als 30 Packungen, glaube ich auch. Ja, immer schön aufpassen. Ja, gerade wenn man diesen Blutdruck hat, ist besonders sehr, sehr schlimm. Ah ja, jetzt gehen wir nochmal in die Wohnung rein. Sieht so nicht jede Wohnung von einem Rentner aus? Ist das nicht die typische Rentnerwohnung? Eichenholz, Bilder mit so einem Bilderrahmen, so ein Ding in der Küche, ein Spiegel darüber, dann hier tatsächlich ein Sofa und sowas. Also in seiner Wohnung hat er Toilettenpapier direkt im Bad gestapelt. Ist hier nur praktisch in den Keller immer runter. Achso, im Bad ist schon gestapelt. Ja. Alter, Digga, das ist doch wirklich, also das ist doch, also das ist ja... Auch in der Küche finden wir die heiße Ware. Ihr könnt da gucken, unsere Schlussware sind noch bei der Brauerei. Das ist doch, also Digga, das ist ja wirklich nicht, das ist ja der deutscheste Deutsche, der ist ja doch, der ist ja deutscher als Trimax. Alter, guck dir das mal an. Wofür brauchst du das? Wofür brauchst du das, Junge? Für was brauchst du das? Das ist hier schon, das liegt die neue schon 2 Jahre drin. Ja, da irgendwann in den Keller rennen muss. 2 Jahre. Und ja. Hier ist ohne was. Die bunten Tücher. Die bunten Lappen, die kriegst du nicht mehr. Wofür brauchst du, was hat der alles gekauft? Der dauerwüchsende Boss, Alter. Wofür hast du diese bunten Lappen gekauft, Bro? Ah, nee. Ja. Was, wie alt bist du?
Ich bin nächstes Jahr im März 73. Ja, ja, 73. Ja, 73. Hier, ja, meine stimmt, Verpflegung ja. Hier. Was? Was, die Kühlschrank oder auf, was? Na, das lohnt sich. Alles Diät-Eis. Alles. Digga, das ist doch krankhaft. Das ist doch krankhaft. Der isst nur Joghurt und Wurst und Rama-Butter. Bro. Bro. Der Typ, dem seine Enkel, die müssen die so ums Erbe gefetzt haben. Die müssen gesagt haben, Opa am Radalter. Und jetzt sind die, wenn die Enkel das verkauft haben. Alles Diät-Eis. Joghurt, wir sind ohne Zucker Diät. Alles. Ohne Zucker. Schmeckt das? Aber wie das schmeckt? Wunderbar. Das wissen wir mit Zucker. Kartoffeln. Der hat so 10.000 Kartoffeln da. Was macht der denn? Das ist kein Messi. Der hat einfach nur, das ist ein Prepper. Das ist der erste Prepper in Deutschland. Das ist alles kaufen. Ganz, ganz toll. Mit dem Taxifahrer fahren. Darf ich fahren? Dankeschön. Guck mal, wie viele Bananen da auch sind. Alles mir bis hier drin. Seht ihr das, Leute? Die haben ganz viel von allem. Die haben ganz viel von allen, Alter. Der ist der richeste Motherfucker in Corona Times. Ja, das machen sie. Ja. Ja! Edita! Was ist Dolly? Was? Achso! Die hatte mit den Ohren. Ja, hier. Der kommentiert sie so rum, Alter. Das war Waschpulver. Und Fit, was man so braucht. Ja? Guckt euch das mal an. 1, 2, 3, 4. Das ist so viel Spülmittel und Waschpulver. Das braucht doch wirklich niemand, oder? Also. Ich versteh's nicht. Der hat ja echt ein Problem, der Mann, oder? Noch mehr Dings von dem Zeug. Jawohl. Ja, ja. Auf die geliebten Schleckerwaffeln muss er nun verzichten. Hier sind die Diätwaffeln. Du kriegst keine mehr. Du weißt nicht, was ich fressen soll. Ja, komm. Diätwaffeln. Okay, das kann ich aber fühlen, ein Stück weit. Mystic Man, Sternchen und Melly G, 97, Yannick, Alien HD, Simi, Banana Joe, Zocker Girl, Vitaly Chubb, Mad Max, Dankeschön für eure Subs. Das kann ich aber fühlen, Leute. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Laden hat, wie Schlecker oder sowas, oder man hat jetzt irgendwas, was so limitiert ist, man findet das übergeil, was zu essen, und dann gibt's das nicht mehr, dann kann ich das nachvollziehen. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, wenn es jetzt auf einmal irgendetwas anderes nicht mehr. Ja, ich habe kein Beispiel dafür, aber ihr versteht, was ich meine, weil den Laden gibt es nicht mehr, also hat er davon viele gekauft. Guck mal hier, halt bei dir bist. Wie Feuerdrachen bei Penny. Genau so, Master Kev. Genau so. Was ist die Idee? Warte, komm. Ich muss mal durchkriechen. So, jetzt können Sie gucken. So, ja. Ein Kaffee aus Schindler Monolot. Leider 7 Pakete gekauft, ja. Ja, gut, Kaffee. Ah. Und hier. Kaffee geht ja auch weg. Fünfe. Ja. Und die Waffeln, die reichen wir. Ja. Bis August. Der hat das durchgeplant. Der hat das wirklich durchgeplant. Der hat gesagt, ich kann das bis August und dann ist nicht mehr. Mhm. September, weil ich so viel Futter haben. Hier, hat 8 Mark gekostet aus Zelten. Ja. Und heute kostet es 12 Mark. Na, viele Knochen muss ich da inreiben. Ja, ja, gut, aber wieso hast du denn Voltaren gekauft, Alter? Digga, das ist denn, also das ist doch, Ronner, mein ja. Knie. Ach so, den hatte ich mit der Bandscheibe zu tun gehabt. Ja, ich hab alles. Ja. Schlimm. Und dann das hier? Ja, das brauche ich mit Pflasterbrot gemacht für meine Bandscheibe. Arzneien. Das haben wir schon. Die horten ja wirklich alles, ne? Der, ich will nicht wissen, Benutzerin, mein Schwiegervater geht auch jeden Tag in 7 Geschäfte für Schnäppchen. Ja gut, wenn man im Alter halt, also im Alter hat man die Zeit natürlich dazu, ne, klar. Und sein Popo einzuschmieren, weil der vom ganzen Arsch wischen wund ist, ja, das kann auch sein. Also man hat ja halt nicht viel zu tun im Alter so, aber ja, auf der anderen Seite will man halt möglichst wenig das Haus verlassen. Ich verstehe das ein Stück weit schon. Länger gekauft alles. Gut. Waschmittel an der Stelle ist dann auch erstmal für gesorgt für 3-4 Jahre. Ey, ich kaufe einmal im Monat Waschmittel, eine Tüte. Das reicht doch. Also ein bisschen was rein, wissen wir, wo man hier umherrennen muss. Immer so 5-6 Flaschen mitgenommen. Naja. Hier. Achso. Was haben Sie gekauft? Das hier. Ach, das ist altes Zeug hier. Ja, das haben wir schon länger schon drin. Brauchst du doch nicht. Wofür brauchst du denn so viel Scheuermilch, Alter? Und das sind halt die Leute, die halt dafür sorgen, dass die ganzen Supermärkte jetzt komplett Überforderung haben, Alter. Mit Klopapier und Nudeln und sowas. Dumm, wirklich. Horterei ist schwachsinnig. Unsere Lebensmittelversorgung und sowas ist in Deutschland gesichert. Verschiedene Jahre schon, war Haus. Ja. Das ist schon lange drin. Der Horterei. Haben wir Urlaub gemacht? Nee. Nee. Sowas machen wir nicht. Urlaub machen die nicht. Ob der Urlaub gemacht hat, fragt der Mann.
Urlaub kenne ich ja nicht. Nee. Ich habe nur gearbeitet, ich habe ja großen Garten gehabt. Ja, ich damals war. 40 Kanickes gehabt, ich habe ja 60 Meerschweine gehabt, 60 weiße Mäuse. Bro, Alter, du gehst aber ganz große Nummern hier. 30 Schweine gehabt. Ein Schafbock, ein Schäferhund. Ja, ja. Ja. So ist das alles, ist ja Tür zu, das zieht. Waren Sie mal im Westen? Tür zu, das zieht, sagt er. Nur nee, kenne ich nicht. Nee. Waren Sie mal im Westen? Nee, kenne ich nicht. Übelster Aussie OG. Nee. Die wohnen damals, die Mäste geteilt hat. Ich habe ja kein Westen, da war ja früher alles Ost gewesen. Wo die Mäste haben dann geteilt, Ost-West. Aber in Berlin waren sie mal, oder? West-Berlin vielleicht? Oder? Nee, nicht. Nee. Nee. Der hat noch nie den Westen von Deutschland gesehen, wie krass. Das Westen war ich mit meinem Kraftfahrer mal in Potsdam gewesen, und war da mal was hingebracht habe, vom Konsum aus und so. Horst Thiele hat in der DDR-Zeit als Kutscher gearbeitet. Daher sind Pferde auch seine Lieblingstiere. Überall hat er Figuren und Bilder. Und weißt du, wie ich das gemacht habe? Dann bin ich um den Hutsch gegangen. Auf den Stuhl und dann auf den Tisch. Und das Ding in die Hand gehabt. Und mein Bänger hat getroffen. Alter, der korrekteste Deutsche. Tierbücher! Bloß nicht normal, sagt er, du fliegst runter bis tot, sag und abfall sie überall. Aus seiner früheren Ehe hat er einen Sohn. Seinen Bruder hat er auf tragische Weise verloren. Von 1958, da bin ich 18 geworden, da habe ich eine Wohnung gekriegt und dann habe ich das Ding gekriegt von meinem Bruder. Dann mein Bruder hat sie vor 6 Jahren aufgehangen. Er war 66. Stimmt, ja. Da hat er gehabt, die Schnauze voll. Er hat 3 Weiber gehabt und 10 Kinder. Und Durst hat er gehabt. Ja. Der hat sich einfach aufgehangen, krass. Thiele geht es gesundheitlich nicht gut. Auch ein Grund, warum er sich von allem so große Vorräte angelegt hat. Kann ihn ein Stück weit nachvollziehen, trotzdem ein bisschen überzogen, aber gut, jedem das Seine.